Hallo Freunde, wie geht es euch? Mein Name ist Nestor Benitez. Ich bin von Beruf Musiker. Ich spiele Saxophon und Flöte. Ich komme aus Peru. In diesem Video werde ich über Rhythmen sprechen. Vor allem über die Rhythmen, die im Latin Jazz vorkommen. Ich muss dazu sagen, dass ich gerade in Frankfurt am Main bin. Ich bin vor 5 Tagen mit einigen Hindernissen aus Peru zurückgekommen. Wir alle wissen von der Pandemie. In jedem Fall hier mein Test. Ich bin negativ. Ich spreche jetzt über Rhythmen. Ich werde euch etwas vorlesen. Rhythmus ist eine Reihe von Impulsen, also Beats, die regelmäßig erklingen. Diese Impulse bilden ein Muster, das wir Rhythmus nennen. Und im Latin Jazz, der verschiedene Rhythmen nutzt, kommen verschiedene Arten von Rhythmen vor. Besonders Rhythmen aus der kubanischen Musik, wie dem Son, dem Mambo, dem Cha-Cha-Cha, dem Songo und anderen. Im Laufe der Zeit wurde der Latin Jazz mit verschiedenen lateinamerikanischen Rhythmen angereichert. All dies trug zum Latin Jazz bei, vor allem zu den Harmonien. Die Schlaginstrumente, die den Klang der lateinamerikanischen Musik bilden, sind die Congas, Timbales, Güiro, Bongo und die Clave, ein sehr wichtiges Instrument. Die Clave ist ein Instrument aus 2 zylindrischen Holzstäben, die ca. 15 cm lang sind und man schlägt sie so aneinander. Diese Clave erzeugen ein rhythmisches Muster, genannt Clave. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Jazz und lateinamerikanischer Musik. Die Clave ist buchstäblich der Schlüssel zum Latin Jazz. Die Clave folgt einem 5-Takt-Muster oder Beats und wird über 2 Takte gespielt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. In der Musik gibt es verschiedene Arten von Clave. Hier stelle ich nur die bekannteste Clave vor und die am häufigsten in der kubanischen Musik ist, die Clave de Son. Diese Clave besteht aus 2 Teilen. Der erste hat 3 Schläge oder Akzente. Und der zweite hat 2 Akzente. Die Clave ist also die rhythmische Grundlage für lateinamerikanische Musik. Für die Salsa oder den Latin Jazz. Auch für die Melodien, die Arrangements oder die Bläser. Alle orientieren sich an der Clave. Entweder mit 3-2 oder mit 2-3. Ich werde 2 kubanische Stücke spielen. Das erste, Maria Cervantes, ist ein Son Montuno. Und das 2. Stück, Calzada de Cerro, von der Gruppe Iraquere. Beide Stücke verwenden die Clave 2-3.
Ich spiele jetzt Maria Cervantes, Maria Cervantes, ein Son Montuno und improvisiere dazu auf der Flöte. Thank you.